Moin Leute, vor ein paar Tagen haben wir gerade in meiner Instagram-Story über die Preisentwicklung vom E90 gesprochen. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, deswegen poste ich euch einmal meine Story aus Instagram. Dann könnt ihr ein bisschen was über die Preise erfahren, sehen, was andere Leute für E90 bezahlt haben. Und von daher, ja, checkt das mal aus, guckt mal rein, ist glaube ich ganz interessant für die Preisentwicklung vom E90. Also viel Spaß dabei! Schätzung bei meinem Auto. Natürlich ist echt interessant zu wissen, ja, was denn der jetzt wirklich gekostet hat. Wie gesagt, erste Hand damals, 65.000 Kilometer gekauft bei BMW mit Euro Plus Garantie. Zustand war eigentlich auch echt ganz gut und einer von euch hat sogar richtig getippt. Das werde ich euch gleich erzählen, aber ich zeige euch einmal die Ergebnisse. Interessant ist natürlich auch zu sehen, wie krass die Preisspanne auseinandergeht, was ihr dachtet, was der eigentlich mal gekostet hat. Interessanter finde ich aber auch die Entwicklung, was jetzt die Schätzung sind oder was die Marktschätzung für heute sind. Also los geht's. Euch geschätzte Kaufpreis für mein Auto damals im Jahre 2015, ja, geht von 9.000 bis 25.000 hoch. Einer ist ganz nah dran. Die Auflösung kommt in der nächsten Story, aber echt interessant, mal die Preise zu sehen und was ihr so empfunden habt da. Ja, das ist er, der Preis 12.990. Natürlich habe ich noch gehandelt. Es gab noch neue Fußmatten dazu. An der Leiste vorne war noch was. Spur wurde neu eingestellt. Dann hinten war im Kofferraum leichter Wassereinbruch. Haben die repariert. Ist bis heute dicht, deswegen auch alles nice. Was gab es noch? Scheibenwischer gab es neu. Die arme Verkäuferin, die habe ich richtig lang gemacht. Die hat richtig lange Liste von mir bekommen. Und dann natürlich im Preis noch ein bisschen runtergegangen. Und einen vollen Tank habe ich auch ausgehandelt. Also ich denke mal, das war ein ganz guter Deal. Ja, rankt mal und schreibt mal, was habt ihr für euren 330i oder für euer Auto? Schreibt mal ein Modell dazu und den Preis, den ihr bezahlt habt, interessiert mich mal. Ja, kann man mal teilen, wenn ihr wollt. Also haut rein. So, die aktuellen Marktpreise. Also von einigen weiß ich natürlich auch, dass sie ihr Auto verkauft haben, auch für 12.000, 13.000, 15.000, 18.000. Von daher, der Markt ist echt leer gefegt. Einige sagen ja nur 9.000. Aber wenn man mal den Zustand von meinem Auto anguckt und das, was auf dem Markt ist und Ausstattung und so weiter, dann mit Kilometer- und Pflegezustand, ja, keine Ahnung, was der Markt wert ist. Von meinem muss ich ganz ehrlich sagen, verkaufen will ich ja eh nicht. Aber ich denke, wenn man mal den aktuellen Kaufpreis anschaut von damals und den aktuellen Verkaufspreis, macht man ja wohl kein Minus mit dem Ding, ne? Also richtig wertstabiles Auto. Also verkaufen werde ich nicht, aber man hört es ja immer wieder von den Leuten, dass sie es sehr stark bereuen, dass sie es verkauft haben. Das zeigt natürlich auch die Abstimmung. Einige freuen sich natürlich auch sehr über das neue Auto und vermissen den N52 so ein bisschen. Aber natürlich ist das schon sehr interessant, wie viele dem doch hinterher trauern. Wir haben ja gestern über die Preisentwicklung vom E90 gesprochen oder von allen anderen N52, N53 Motoren. Und da habe ich euch eine Frage gestellt, was habt ihr denn für euer Auto ausgegeben? Die Antworten teile ich einmal mit euch, also seid gespannt, das gucken wir uns einmal gemeinsam. Fangen wir einmal an. Also 2201, so ziemlich in der Mitte, E90, 330i, N52, 165.000 runter, 6.500 hat er bezahlt dafür. Das ist ein echter Schnapper, hat ein paar Mängel gehabt, aber ich denke, das wird sich so schon geritzt haben, dass das Auto nicht ganz durch ist. Genauso Lukas, auch 6,5 bezahlt, 120 auf dem Tacho und dann verkauft mit 170 für 8,9. Ihr seht, Preise steigen, das ist echt krass. Unten rechts haben wir noch Fabi, finde ich auch ganz interessant. E91 330 XI 9750, Xe 945 runter, Komfortzugang und so ein bisschen Schnickschnack mit drin. Auf jeden Fall auch ein echt guter Preis. Ich glaube, das sind auch alles Angebote, wo die Leute vor längerer Zeit das Auto gekauft haben. Da jetzt nicht jeder das Kaufdatum mit hinzugeschrieben hat, aber man merkt, die Leute haben meistens mit Gewinn verkauft.
Jonathan zum Beispiel mit seinem 325i 148.000 in 22 für 8,9. Ja, das ist die 325 sind eigentlich. Geht's weiter. Nächste Liste. Finn ganz oben links am Anfang des Jahres noch einen guten Deal gemacht. E91, N52, B30, 130 runter für 11k vom Händler erste Hand. Das ist auf jeden Fall echt ein guter Deal. Felix darunter E91, 325i. N52 als Schalter 179.000 für 7,59. Eigentlich auch ein ganz guter Deal. Ich kenne sein Auto ja auch echt nice und echt Top-Zustand. Darunter Felix E330, E92, 119 runter, 13,2, 21 gekauft in Österreich. Ja, das ist auch nicht schlecht. Die Frage wäre natürlich jetzt, ob N52 und 53, das macht auch nochmal einen Unterschied, aber eigentlich echt guter Kurs für das Auto. Dann darunter E90, 325i, der Miro für 2019 für 7.000 gekauft. Das ist eigentlich auch ein echt guter Deal für einen 325i. Die waren meistens so um die 5.000 bis 7.000. 330i waren immer ein Stück drüber. Dann ganz unten links 2016 330i gekauft, 160 gelaufen, erste Hand. Scheckheft gepflegt für 7,7. Heftiger Deal auf jeden Fall. Ich habe auch damals, als ich geguckt hatte, 2015, 14, 15, waren die Preisspannen für die 330i mit 160.000 auch alle um die 9, 9,5 bis 10. Und die mit wesentlich weniger runter gab es ganz selten oder waren auch deutlich teurer, aber gab es eigentlich eher selten. Auf jeden Fall auch guter Deal, auch mit Gewinn verkauft. Mit Jussi hat sich ein GTE 86 geballert für 7,2, auch guter Deal. Ja, Sezai 325i Sonderlack N53, weiß ich ja, er heult, dass er ein N53 hat für 10,9 mit 178. Ja, relativ aktuell, glaube ich, auch der Kauf gewesen, von daher der Preis passt. 330i vor 6 Monaten für 15k gekauft, hat dafür einmal zugelangt, auf jeden Fall. Ja, ihr seht 15.000 für ein 330i aktuell in 2020, nee, 2021. 2020, 2022 wird es auf jeden Fall noch, ja, ist so ein guter Preis halt, ne? Muss man halt leider zahlen für die, die noch keinen haben. Dann geht es natürlich weiter, 7,5 für ein 325i N53, 3 Liter, 110 runter, erste Hand. Ja, das passt. Ich habe mir auch einen 325i 90 angeguckt, Facelifter mit N53 Motor. Habe ihn nicht gekauft, der stand irgendwie auch um die 10 irgendwas drin, aber das war damals noch ein bisschen rarer, so ein Ding zu finden. Und dann noch Isan, auch E92, Facelift 325i, Ausstattung für 5,4 mit kleinen Schaden für Taui repariert. Auf jeden Fall guter Deal. Jetzt weiter, Yannick hat sich einen 906 GT3 geballert mit 43.000 runter für 67k. Schich, brennt bei dir, Junge, richtig gut. Glückwunsch zum Auto, habe ich auch schon gesehen. Gefällt mir richtig gut, geiles Ding, fahr vorsichtig. Dann natürlich, weiter geht's mit Tim, N53. 330i, 60.000 runter für 18,9. Ja, strammer Preis, aber kommt hin, kommt hin. Ich habe letztens einen gesehen, N52, 330i mit 50 runter, der stand für 17 drin, jetzt ganz aktuell. Ist auch schon wieder weg, das Auto. Also die Preise sind eklig hoch. Dann geht's weiter, E92 Dennis mit einem E92, 325i, 8,5 hat er gezahlt. Auf jeden Fall auch ein ganz guter Deal. Francesco, alles klar, 2012er, 330i Coupé für 16k. Ich kenne deine Kiste ja auch, schickes Auto. Und kommt echt gut. Guter Deal auf jeden Fall. Weiter geht's. Barbos 325i E90 N52 B25 für 7.999. 220 gelaufen zu dem Zeitpunkt. Ja, auf jeden Fall. Das waren auch mal die Preise. Kann ich bestätigen. Auf jeden Fall, Deal ist in Ordnung. N52, was rede ich denn da? Dann der Eli E92 325i aus 2636.000 runter beim Kauf 8K. Ja, passt. Auch ein guter Deal. Leon Schreiber, E90, 325i, Schalter, 112 runter, erster Hahn, 6.900. Das ist echt ein guter Deal. Vernünftiges Auto, ich glaube, den hast du auch recht zeitnah gekauft, ne? Aber schickes Auto, auf jeden Fall, Preis passt. Dann geht's weiter mit Julian, E52, N52, B30, Schalter, M-Paket, 9.700. Schnapper. Kilometerstand weiß ich jetzt nicht, aber N52, B30, Schalter, ist ja ein 330i, unter 10 ist echt top. Also ich denke mal, wird auch unter 200.000 haben, irgendwie 150 oder 160. Das waren einmal eure Nachrichten von euren Autos und was ihr so bezahlt habt. Ich hoffe, das hat euch interessiert und das war ganz gut vorgetragen. Ich habe das mal runtergefreestylt, dass ihr mal so ein bisschen eine Idee kriegt. Ich klang schon so wie ein Auktionär. Also wer will verkaufen? Ja, verkauft lieber nicht. Lasst das sein. Also ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Jetzt gibt es noch einmal die Best Sounding Cars auf der Welt und checkt euch das einmal an. Cooles Video, richtig gut. Also viel Spaß damit. Sorry, but I'm number one.
Ja.